Hallo und willkommen back hier auf meinem Kanal. Ich habe gerade erst das eine Video beendet, was ihr hoffentlich schon gesehen habt. Ich werde es hier oben nochmal verlinken. Ist ungefähr 2 Stunden her und ich hatte am Ende vom Video erzählt, dass wir das Wasserbett abbauen und dass es länger dauert als gedacht. Und Leute, wir sind jetzt seit 5 Stunden dabei, das Wasser abzupumpen. Wir haben es fast geschafft, aber es dauert echt gefühlt eine Ewigkeit. Und das ist so anstrengend. Oh, es ist, also man muss wirklich zu zweit sein. Ich zeige euch warum. Weil einer muss hier halt, wir haben hier einen Stuhl schon hingestellt, haben uns hier Kaffeetasse und alles hingestellt, damit halt ein Kaffee trinken dabei, weil man so lange warten musste. Und ja, ich habe da gerade alles ausgeschüttet. Entschuldigung, wie die Badewanne aussieht. Jedenfalls muss einer immer hier sitzen und gucken, ob das Wasser läuft. Und einer muss halt die Matratze zusammenrollen, wenn weniger Wasser drin ist. Und die Bohrmaschine betätigen. Das kann ich euch gerade nicht zeigen, weil Bernd im Homeoffice ist und da telefoniert. Deswegen kann ich euch das gerade nicht zeigen. Das zeige ich euch gleich mal eben. Und dadurch, dass das jetzt so eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat mit dem Wasserbett abbauen, sind wir immer noch nicht fertig sind. Wir dachten ja eigentlich, das wäre um die Zeit schon im Keller komplett, also dass das Schlafzimmer schon fast leer ist. Ich hatte euch erzählt, wir haben überlegt, anzufangen zu renovieren heute noch, aber das wird nichts mehr. Ich mache jetzt hier eben die Lasagne von gestern warm. Ich habe nämlich mega Hunger. Ich wollte eigentlich serbische Bohnensuppe kochen, aber auch das habe ich nicht geschafft. Und ich wollte heute Abend das Video schneiden, was ihr dann hoffentlich schon gesehen habt, was ich gerade erst beendet habe. Aber auch das werde ich nicht machen, weil ich ja heute erstmal die serbische Bohnensuppe kochen muss. Ich habe nämlich hier 500 Gramm Bohnen eingeweicht im Wasser und die wollen gekocht werden. Und hier die Möhrchen und alles Mögliche. Ja, alles auf der Strecke geblieben wegen dem Wasserbett. Aber wenn das dann endlich weg ist, dann haben wir sehr viel mehr Platz. Hi! Wo war ich stehen geblieben? Dass wir Hunger haben. Gleich gibt's Lasagne! Mhm. Ja. Ich guck mal, ob Bernd fertig ist mit Telefonieren. Dann kann ich euch das Wasserbett zeigen. Und das Murphy muss eben hier bleiben. Nein, er telefoniert noch. Es ist so ein Gel in den Matratzen, also nicht so ein Gel, so ein Schaumstoff oder so, was sich dann durch das Wasser in eine Art Gel verwandelt hat oder wie ich es nennen soll. Und die sind richtig schwer, obwohl sie abgepumpt sind, aber es wird nicht vollständig rausgehen, das Wasser. Deswegen haben wir überlegt, die gleich aufzuschlitzen, die Matratzen draußen und dieses Zeug da rauszuholen. Und ja, mal schauen, wie wir das machen. Keine Ahnung. Das wird echt noch ein Akt. Also man kriegt sie gehoben, die Matten, aber die sind echt richtig schwer. Da ist richtig viel Flüssigkeit noch drin. Aber durch dieses Gel kriegt man es auch nicht ganz rausgesogen. Und uns tun halt schon voll die Hände weh, weil man halt immer diese Bohrmaschine so drücken muss die ganze Zeit. Und dann in sämtlichen Positionen auf dieser Matratze liegen muss, damit das Wasser halt rauskommt, ne? Weil wenn umso weniger Wasser drin ist, umso weniger Druck ist dann drauf und dann rollen wir die so zusammen und dann drauflegen und dann da noch drücken. Miss Murphy, lass mal den Staubsauger in Ruhe aufladen. Okidoki? Okidoki? Ja? Ja? Wollen wir was spielen? Ja? Wollen wir Verstecken spielen? Ja? Okay, dann brauchen wir ein Spielzeug. Wollen wir was raussuchen? Deine Ente? Die zerstörte Ente, wo so ein Quietschi drin war, die du rausgeholt hast? Ja, bitte. Alter? Ich wollte gerade mit ihm Verstecken spielen. Ach so, ja, Beratung. Jetzt ja. Liegt ja überlegt. Aber ja. Noch kostet mal 5 Euro weniger. Aber 5, ne? Bei Amma, ja. ja, mach mal Sitz. Warte. Du musst warten, ich geh's verstecken. Und dann darfst du suchen. Okay, such.
falsche Richtung, aber egal. Ja, super, fein, da wedelt das Schwänzchen. Super gemacht. Ab ins Bett, genau, das wollte ich nämlich zeigen. Die, oh, hier ist alles nass. Ich habe hier schon das Handtuch hingelegt, die Katastrophe. Ja? Ich möchte gerne heute noch abgebaut haben. Ja, können wir ja machen. Aber jetzt ist der Hund erstmal wach. Also musst du den entweder hier haben oder ich im Bad. Können wir das zu zweit so rausschleppen jetzt? Ja, das können wir machen. Die Matratze. Ja, musst du das halt abbauen, ne? Smurfy, komm mal da weg. Dann bringe ich den jetzt erstmal in den Garten. Komm, Etty. Ja, dann gucken wir noch einmal, ob noch Wasser kommt. Nein! Gar nichts kommt! So. Ja, wir plumpsen lassen. Ja. Und weg da. Ja, warte. Das Auto, dann so. Das Auto. Ja, da. Guck mal, wie schön das runtergeglitten ist. Das war perfekt. Oder nicht? Schaffst du alleine zu ziehen? Ja, Milord. Ich schaff alles alleine. Ja, glaube ich nicht. Was? Glaube ich nicht. Ja. So. Das Ettentier ist jetzt abgehauen. Er hat gesagt, wenn sich keiner kümmert, dann gehe ich. Hi! Hi. Hm, haben wir auch raus? Ja, ne? Fein! Da freust du dich, ne? Ja, sollen wir hier draußen essen? Das machen wir. Machen wir mal hier die Tischdecke auf den Tisch, ne? Dass das ordentlich aussieht, ein bisschen. Unsere 1 Euro Baumarkt-Tischdecke. Ach, Calvino, du kommst auch. So, ich hole jetzt Essen, dann können wir hier draußen essen, okay? Ich lasse mein Handy hier liegen, weil Niles wollte mich anrufen, ich mach mit. Ja, super. Okay? Bis gleich. Lasagne ist schon 20 Minuten drin. Eieiei. Was machst du, Bernd? Ach, der ist im Badezimmer noch zugange. Schön den Salat schnibbeln. Ich hab so Hunger. Ohne Essen, nur den Tisch eben decken. Wir können wir uns nicht mit uns vorstellen. Bitte? Können wir uns nicht mehr ohne ihn vorstellen. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. So, das Dressing. Jetzt fehlt nur noch die Lasagne. So, ich gucke jetzt eben hier, ich koche jetzt eben die serbische Bohnensuppe und das ist das Rezept hier von Chefkoch. Das ist nicht vegan, ich veganisiere das allerdings. Also wenn ihr da das Rezept haben möchtet, serbische Bohnensuppe von Chefkoch. Die Bohnen dafür hatte ich ja schon heute Morgen eingelegt, die sind jetzt soweit fertig und der Bernd baut das Wasserbett weiter ab. Wir haben gerade diese riesen schweren Platten runtergebracht. In die Garage erstmal. Wir wollten jetzt den Sperrmüll bald anmelden, dass das dann abgeholt wird. Und dann haben wir überlegt, ob wir nicht aus diesen riesigen Platten, die, also es sind ja 2 Meter 20 mal 1 Meter, jeweils eine Platte, also zweimal, oh, zwei Platten von dieser Größe, so. Und dann sind da so X'e drunter, so Holz-X'e, die man stapeln könnte und dann vielleicht so einen Tisch daraus machen könnte im Garten, so einen Pflanztisch oder so. Da überlegen wir noch. Müssen wir noch nicht. Wir haben es jetzt erstmal in die Garage gestellt. Wir müssen ja dann sowieso ich
sowieso, was wollte ich mir jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Den Sperrmüll machen und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Es war echt viel heute. Anstrengend. So, Kartoffeln und Zwiebeln brauche ich für die serbische Bohnensuppe. Dann habe ich schon den Sellerie. Also die Lasagne war echt zu wenig. Wir hatten alle so einen riesen Hunger und dann werden wir auch alle so ein bisschen grumpy und schlecht gelaunt, wenn wir so Hunger haben. Und jetzt sind wir immer noch nicht richtig satt. Deswegen koche ich jetzt, obwohl es schon so spät ist. Ich glaube, wir haben schon 19 Uhr oder so. Und die Lasagne, ach, die serbische Bohnensuppe dauert bestimmt 2 Stunden, bis sie fertig ist. Aber egal. Wir haben alle Hunger. Muss was Vernünftiges zu essen her. Schaut mal, das Wasserbett ist jetzt hier weg. Wie viel Platz das schon mehr ist. Ich zeige euch nicht drumherum, weil hier sieht es katastrophal aus, bisschen abstellraummäßig. Und hier die Wände müssen wir halt dann komplett wieder auf Vordermann bringen. Mit, wie heißt das, Spachtelmasse und so. Und dann halt einmal komplett alles streichen. Diese Kästen hier, wie die, wie heißen so Rollo-Kästen, die sind ja aus Holz. Die würden wir auch wieder neu weiß lackieren und mit Decke streichen, mit allem drum und dran, einmal alles komplett wieder fertig machen. Ja, das ist der Plan. Also dieses Zimmer ist das einzige Zimmer, was keinen Schimmel hat. Hier das Schlafzimmer und der Flur. Und deswegen könnten wir das ja schon mal komplett fertig machen. Das wird dann nämlich das neue Zimmer von Calvino. Das ist das größte Zimmer. Das hat da ein Doppelfenster. Und da ein Doppelfenster. Also das ist echt riesig. Dann kann der das nämlich haben hier. Wir haben schon geplant. So, gehe ich mal hier rüber. Da wird dann nämlich sein Fernseher hinkommen. Also die Wandhalterung hängt da schon voll lange. Da hatten wir früher einen Fernseher hängen. Und ja, dann könnte Calvino das übernehmen. Und dann, wenn da der Fernseher ist, dann überlegen wir, ob wir dann hier so ein Schlafsofa hinmachen oder doch wieder ein Bett. Wir überlegen noch. Mal schauen. Kaum zu glauben, aber wahr. Wir hatten ja jetzt wochenlang oder monatelang sogar unser Wasserbett bei eBay Kleinanzeigen drin. Zu verschenken. Niemand wollte es haben. Und jetzt haben wir das ja schon abgepumpt und auseinandergebaut und halt in die Garage geräumt und die... Ach, ja, warte. Da ist irgendwo noch was mehr, so ein Unterteil aus Gummi dabei. Du hast nicht weggetan, ne? Nein, das liegt unten auf dem Garagenhof. Das liegt hier unten doch. Oder das lag da gerade. Das Gummiteil. Hast du? Ja. Genau. Jedenfalls hatten wir das wochenlang bei eBay Kleinanzeigen drin stehen. Niemand hat es interessiert. Wir haben es jetzt abgebaut und wollten halt schon gerade die Matratzen aufschlitzen, weil die noch so schwer waren. Das habe ich euch erzählt von diesem Schaumstoff-Gemisch, was mit Wasser halt sich vollgesogen hat. Und ja, damit wir sie halt gut tragen können zur Mülldeponie, wenn sie dann nun irgendwann wieder aufmacht. Und jetzt haben sich gerade welche gemeldet. Im letzten Moment, dann hat der Bernd gesagt, so ja, das liegt schon alles jetzt so einfach auf dem Garagenhof, weil wir es wegschmeißen wollten. Und die holen das jetzt ab, außer halt das Gestell. Nur die Matratzen und die Heizung und sowas. Ja, aber das Gestell, entweder bauen wir da was drauf oder wir bestellen jetzt bald den Sperrmüll. Sowieso, dann geben wir es mit ab. Ich habe gesehen, man kann den Sperrmüll sogar online wo ich hier hingucke, ich schäle Kartoffeln, nicht wundern, dass ich die ganze Zeit nach unten gucke. Man kann den Sperrmüll online bestellen und das werde ich dann machen. Dann schreiben wir uns erstmal alles auf, was abgeholt werden soll, weil das muss man da ja angeben, ne? So ein Bett und ein Rasenmäher und dies und das. Ja, das mache ich dann. Und dann hoffe ich, dass sie das trotz Corona-Krise abholen. Es ist 20 Uhr und meine serbische Bohnensuppe ist endlich im Topf und kann jetzt köcheln. Aber schaut mal, wie voll der Topf ist. Ich habe mich irgendwie total verschätzt mit der Flüssigkeit. Da ist ja auch so passierte Tomaten drin. Und ja, ich musste hier von der
vorherigen Wasserflüssigkeit noch was abnehmen und konnte dann jetzt die passierten Tomaten hinzufügen. Oh Mann, das war ein bisschen doof jetzt. Aber die Bohnen nehmen ja auch noch Flüssigkeit auf jetzt. Und ich hoffe, dass es trotzdem gelungen ist. Aber es ist ein Riesentopf. Ich könnte, glaube ich, die ganze Straße damit versorgen mit serbische Bohnensuppe. Da seht ihr, was ich jetzt mache. Ich glaube, das wird eine Nachtschicht. Wir haben schon 21 Uhr und ich habe jetzt diesen Vlog zu schneiden von vorgestern und gestern oder von gestern und heute. Ich bin ein bisschen durcheinander, keine Ahnung. Ich vlog so viel zur Zeit, dass ich da nicht mehr weiß, wann ich welchen Vlog gedreht habe. Jedenfalls ist er 42 Minuten lang jetzt ungeschnitten. Und ja, ich mache mich jetzt mal an die Arbeit. Und es dauert, ich schätze mal, so bis 1 Uhr oder so. Mal gucken. Jedenfalls habe ich ja Proviant genug mit der mit der serbischen Bohnensuppe. Da haben wir schon gesagt, wir frieren die in kleine Portionen ein und nehmen die mit zum Laden. Da haben wir auch ein Eisfach. Und dann kann man die da portionsweise wieder auftauen, wenn wir dann hoffentlich bald wieder arbeiten können. Da weiß man ja auch noch nichts Genaues. Morgen ist Mittwoch und da soll endlich eine Entscheidung getroffen werden, wie es denn jetzt weitergeht, auch mit den Schulen, ob die jetzt nach den Osterferien wieder öffnen dürfen oder nicht. Also ja, morgen wissen wir mehr. Guten Morgen, ihr kennt das von mir. Ich bin noch nicht gestylt. So ist das wahre Leben. In Zeiten von Corona muss man sich nicht mehr fertig machen, weil man hat eh nichts zu tun. Also ich nicht, außer zu Hause. Und hier kann ich aussehen, wie ich möchte. Und natürlich die ungefähr 1000 Menschen, die mir täglich zuschauen, wie ich meinen Tag verbringe. Herzlich willkommen. Ein neuer Morgen. Und ich komme schon wieder hier von Höcksken auf Stöcksken. Deswegen bin ich auch noch nicht fertig gemacht. Erst habe ich die Küche aufgeräumt, nachdem ich ja hier gestern meinen serbische Bohnensuppen-Massaker hatte, was ewig lange gedauert hat und uns hinterher eingefallen ist, dass wir Suppengrün schon geschnibbelt, alles fertig, geputzt, geschnibbelt, eingefroren haben im Eisfach und ich stelle mich hier hin und schnibbel das eine Stunde, obwohl wir so viel zu tun hatten mit dem Wasserbett. Egal, jetzt habe ich jetzt gerade halt alles aufgeräumt, dann habe ich gedacht, komm, jetzt mache ich mir einen Kaffee. Dann habe ich gedacht, jetzt hätte ich auch mal die Zeit, endlich diese alte, hässliche, gammelige Kaffeemaschine zu entkalken. Und die läuft jetzt gerade durch. Ich hatte sogar noch Entkalker. Den Wasserkocher habe ich auch entkalkt. Den habe ich allerdings mit Essigessenz gemacht. Und hier habe ich den richtigen Entkalker genommen. Und die ist schon so alt, diese Kaffeemaschine. Die ist schon 7 Jahre alt oder so. Die hat, glaube ich, 13 Euro oder 16 Euro gekostet. Und die hat so viele Ritzen. Ich zeige euch die ganzen Ritzen hier. Die habe ich gerade versucht, alle sauber zu machen, weil die natürlich jetzt schon mit der Zeit total hässlich geworden sind, diese ganzen Ritzen. Natürlich mache ich die immer mal wieder sauber, aber ja, in so Ritzen sammelt sich so einiges an. Jetzt muss ich die gleich noch zweimal klar durchspülen lassen und dann kann ich mir meinen Kaffee kochen, den ich so gerne haben wollte. Und in dem Video, was heute online gekommen ist, frage ich euch, ob ihr Tipps habt, um Zecken abzuhalten. Also wir haben ja das Seresto-Halsband und wenn die Zecken dann beißen, den Hund, dann sterben die Zecken. Und bis jetzt hat es Murphy 2-3 Mal eine Zecke und die waren auch alle tot. Aber ich hätte halt gerne was die Zecken abhält. Und dann hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, lieben Dank, dass man, sie gibt jeden Tag Kokosraspeln ins Futter, um Zecken abzuhalten und das scheint bei ihr zu helfen. Und ich hatte euch vor einer Woche oder so in einem Video erzählt, dass wir eine Kokosnuss gekauft haben, oder habe ich euch auch gezeigt, dass Calvino da den Saft rausgetrunken hat und so. Und ja, das Fleisch hier, dieses Kokosfleisch, das isst er voll gerne. Und 1 bis 2 solche Dinger hat er jetzt die letzten Tage jeden Tag gegessen. Und ich werde das weiter versuchen mit den Kokosraspeln und werde euch auf den Laufenden halten. Denn das wäre richtig toll, wenn das die Zecken abhalten würde. Und Kokosraspeln habe ich sowieso hier ganz viele. Ich habe diese großen. Es gibt auch diese feinen, ich weiß, aber ich habe jetzt die. Ich schätze mal, die werden es auch tun, weil wir die selber auch voll gerne im Müsli essen oder so. Das könnte ich auch mal wieder machen. Ein Müsli mit Kokosraspeln. Ja, so meine Lieben. Ich schütte jetzt das Wasser weg und kümmere mich mal um meinen Haushalt. Es ist
ist heute wieder wunderschönes Wetter und wir haben draußen gegessen. Unsere Bohnensuppe im strahlenden Sonnenschein. Es sind zwar nur 18 Grad, aber trotzdem schön. Mal eben das Stativ dran machen. Denn das Tablett hat nicht gereicht. Wir hatten noch hier diese Tasche mit nach draußen genommen, um alles zu transportieren, was wir so brauchten. Avocado fürs Avocado-Brot. Bernd braucht immer sein Ketchup und sowas alles. Und das räume ich jetzt gerade eben in den Kühlschrank wieder. Bernd war noch eben im Kaufland. Wir brauchten ein paar Sachen. Da hat der Pfirsich-Nektar mitgebracht. Den wollte er mal probieren. Und Leute, wisst ihr, was richtig lecker ist? Maracuja-Saft. Das ist so lecker. Ich mache mir den als Schorle, so mit Wasser gemischt und mit Eiswürfel. Das ist so lecker. Ich zeige euch das. Den Rest einfach mit Wasser aufgefüllt und dann umrühren. Ja, lecker. Das ist richtig schön, wenn man so schön draußen in der Sonne sitzt und die Sonne genießt und aufgeheizt ist. So. Ich weiß, man soll da nicht so kalt trinken, aber voll lecker. Jedenfalls hat er davon eine ganze Lage mitgebracht und hier diese Schlagfix-Sahne hat er mitgebracht. Eine ganze Lage, weil wir die ja auch immer brauchen. Und mir wurde gerade der Tipp in die Kommentare geschrieben, Sahnesoße kann man ja auch mit Cashewkernen machen. Ja, weiß ich, ist auch voll lecker, habe ich auch schon gemacht. Und dann mit Flohsamenschalen wurde geschrieben, halt im Mixer mit Wasser, die Cashewkerne und dann mit Flohsamenschalen. Meine Frage ist, mit dann aufkochen für die Flohsamenschalen zum Aktivieren, dass die fest werden, diese Sahne, oder im kalten Zustand? Ich habe zwar diese Schalen hier, Flohsamenschalen, gemahlen, womit das ja geht. Damit kann man ja auch so Mozzarella machen, vegan. Aber Sahnesoße habe ich damit noch nie ausprobiert. Bitte noch mal genauer in die Kommentare schreiben, bitte. So, meine Lieben. Es ist abends. Ich glaube, das sieht man auch, ne? Dass es abends ist. Ich lasse gerade die Rollos runter. Und heute ist Mittwoch, der 15. April. Und heute wurde bekannt gegeben, wie es jetzt weitergeht mit dem ganzen Corona-Dingsbums-Gedöns. Und wir sind ja hier in NRW und so, wie wir das bis jetzt verstanden haben, wir haben das nicht so ganz mitbekommen, weil wir unterwegs waren, das erzähle ich euch gleich, wo wir waren, dürfen wir ab Montag wieder aufmachen. Also zumindest den Einzelhandel für E-Zigaretten, dass wir den wieder eröffnen dürfen. Und ich glaube, wenn ich Hygienemaßnahmen nachweisen kann, kann ich auch wieder das Nagelstudio eröffnen. Und da habe ich mir schon vorher Gedanken zu gemacht, wie wir das denn machen können, wenn wir wieder öffnen. Und ich habe überlegt, einfach auch so eine Plexiglasscheibe zwischen Kundin und mir, halt, dass sie die Hände da durchreichen kann, dass ich die machen kann, halt ganz normal. Aber halt, dass die Scheibe dann dazwischen ist, habe ich überlegt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich ab Anfang Mai soweit ist. Und auch die Schulen, die sollen ja dann erstmal Stück für Stück geöffnet werden. Also erstmal die Schulabgänger und die Schulwechsler. Aber Calvino ist ja jetzt ein Schulwechsler. Der wird ja jetzt in die 5. Klasse kommen im Sommer, also auf die weiterführende Schule. Aber ob er jetzt auch darunter fällt, keine Ahnung, ob die 4. Klassen darunter fallen. Also da müssen wir uns ja noch weiter informieren und überraschen lassen. Auf jeden Fall erstmal bleiben die Schulen noch soweit geschlossen. Und das ist ja schon mal schön, wenn wir wenigstens den E-Zigaretten-Einzelhandel wieder aufmachen können. Wir lassen dann auch nur einen Kunden rein. Und das, was wir vorher auch schon alles gemacht haben, um halt die Ausbreitung zu verlangsamen oder das Risiko zu minimieren. Wie soll ich sagen? Ja, wo wir waren. Wir waren im Baumarkt. Wir haben noch ein paar Sachen geholt, die wir brauchten. Unter anderem habe ich mir dann auch Stauden geholt, denn ich habe heute ein bisschen aufgeräumt im Garten. Es war ja wieder schönes Wetter und morgen soll es auch schönes Wetter geben. Und dann wollte ich die alle pflanzen. Ja, die zeige ich euch einfach in dem nächsten Vlog, weil ich das Video jetzt hier beenden wollte.
Und dann waren wir noch mit dem Smurfy eine große Runde in dem Park, wo wir halt bei uns am Laden, wo der Park da ist, da waren wir eine große Runde spazieren, einfach, dass er mal was anderes noch sieht, außer hier immer in der Umgebung, wenn wir dann eh schon unterwegs waren. Ja, und jetzt ist es halt schon spät, es ist 21 Uhr. Der Etty legt sich hier zu mir, der ist jetzt auch müde. Ne, Smurfy? Ja, das ist so süß, ne? Der ist ganz müde hier. Oh, bin so froh, dass wir uns entschieden haben, den zu holen, das sage ich euch. Du bereicherst uns jeden Tag, ne? Ja. Und wenn dann erstmal auch vielleicht bald das Hundetraining wieder losgeht, das wäre ja auch schön. Das ist ja dann auch schon zweimal die Woche wieder. Dass wir dann auf den Hundeplatz gehen können, wenn das alles langsam jetzt wieder geöffnet wird und gelockert wird und der Alltag wiederkommt. Ja, lassen wir uns überraschen. Und ja, natürlich, wenn die Infektionen wieder nach oben gehen, dann wird alles wieder geschlossen. Es bleibt spannend, sage ich euch. Mann, Mann, Mann. Dass wir sowas mal erleben dürfen. Was heißt dürfen? Dass wir sowas mal erleben und mitmachen müssen, trifft es wohl eher. Aber wenn es jetzt dabei bleibt und nicht noch weitere Infektionswellen kommen, dann sind wir ja nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Also wir zumindest. Ja, gut, meine Lieben. Wie gesagt, ich werde das Video jetzt hier beenden. Und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen schönen Abend oder Tag oder Morgen oder wann auch immer ihr das Video schaut und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe total vergessen, euch zu erzählen. Wir hatten ja gestern überlegt zu renovieren, weil wir das Wasserbett hier abgebaut haben und dass wir schon mal das Schlafzimmer anfangen zu renovieren. Aber wir haben überlegt, wir machen das noch nicht, weil wir ja eventuell auch umziehen werden. Also es steht ja alles noch nicht so fest. Deswegen warten wir jetzt erstmal, was bei der ganzen Geschichte rauskommt mit unserer Wohnung hier. Und ja, lassen das erstmal alles so in dem provisorischen Umstand hier. Und ja, lassen uns überraschen, was die Zeit noch bringt. So, also erstmal keine Renovierung hier in dieser Wohnung. Gut, jetzt aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.